Morgen und herzlich willkommen in Naumburg an der Saale zum vierten Mal. Die Veranstaltung Lesen wieder das Vergessen. Wir erinnern an die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten am 10. Mai 1938. Und ich freue mich, dass erneut viele Prominente hier aus der Stadt, aus dem Landkreis dabei sind bei der Veranstaltung, die ursprünglich von der Partei Die Linke erfunden wurde, aber die sich inzwischen einer großen gesellschaftlichen Popularität erfreut. Deshalb auch heute gutes Gelingen. Warum gibt es in Deutschland keine Arbeiterinnenvereine? Warum hört man so wenig von der Arbeiterinnenbewegung? Mit diesen Worten leitete eine der Gründerinnen der proletarischen Frauenbewegung in Deutschland, Emma Ihrer, im Jahre 1898 ihre Schrift ein, Die Arbeiterinnen im Klassenkampf. Kaum 14 Jahre sind seitdem verflossen und heute ist die proletarische Frauenbewegung in Deutschland mächtig entfaltet. Es handelt sich, das darf ich noch hinzufügen, Herr Moderator, um eine Persiflage, also ein Spottgedicht auf die enddemokratische Einstellung seiner Zeitgenossen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Wahlesel. Die Freiheit hat man satt am End und die Republik der Tiere begehrte, dass ein einziger Regent sie absolut regiere. Die Tafel. In Ancienne, ganz recht, da wo die großen Rennen stattfinden, in diesem Pariser Vorort, der fiebernd darauf wartet, dass das große Casino am See wieder eröffnet wird, wo jetzt das Spiel gesetzlich unterdrückt ist, wo es unter der Oberfläche rastlos arbeitet, um den Sumpf wieder aufzumachen. In Ancienne. Amte Emil Pelle hat eine Laubenlandparzelle, wo er nach Feierabend gräbt und auch die Urlaubszeit verlebt. Ein Sommerläubchen mit Tapete, ein Stallgebäude, Blumenbeete, hübsch eingefasst mit frischem Kies, sind Pelles Sommerparadies. Zwar ist das Paradies recht enge, mit 15 Meter Seitenlänge, doch pflanzt er seinen Blumenpott so würdig wie der liebe Gott. Weil du nicht da bist. Weil du nicht da bist, sitze ich und schreibe all meine Einsamkeit auf dies Papier. Ein Fliederzweig schlägt an die Fensterscheibe. Die Maiennacht ruft laut, doch nicht nach mir. Weil du nicht da bist, ist der Bäume blühen, der Rosenduft vergebliches Bemühen. Nicht tapsig, aber es war ein Tanz und er klatschte in die Hände. Niemand hatte ihn je zuvor gesehen. Wie vom Himmel gefallen. Bedrungen war er und lallte, ging die Straße hinunter, vorbei an den Trümmern des Eckhauses, entlang der tarngrauen Fassade, aus der weiße Betttücher hingen, vorbei an dem Milchladen. Selbst Geist und Güte gibt's dort dann und wann und wahres Heldentum, doch nicht bei vielen. Dort steckt ein Kind in jedem zweiten Mann, das will mit Bleisoldaten spielen. Dort reift die Freiheit nicht, dort bleibt sie grün. Was man auch baut, es werden stets Kasernen. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen. Genug Arbeit, genug zu essen, wenn wir die Reichtümer der Welt richtig verteilen würden, statt uns zu Sklaven starrer Wirtschaftsdoktrinen und Traditionen zu machen. Vor allem aber dürfen wir nicht zulassen, dass unsere Gedanken und Bemühungen von konstruktiver Arbeit abgehalten und für die Vorbereitung eines neuen Krieges missbraucht werden. Ich bin der gleichen Meinung wie der große Amerikaner Benjamin Franklin, der sagte, es hat niemals einen guten Krieg und niemals einen schlechten Frieden gegeben. Ich bin nicht nur Pazifist, ich bin militanter Pazifist. Ich will für den Frieden kämpfen. Nichts wird Kriege abschaffen, wenn ich die Menschen selbst den Kriegsdienst verweigern. Um große Ideale wird zunächst von einer aggressiven Minderheit gekämpft.
Ist es nicht besser, für eine Sache zu sterben, an die man glaubt, wie an den Frieden, als für eine Sache zu leiden, an die man nicht glaubt, wie an den Krieg? Jeder Krieg führt ein weiteres Glied an die Kette des Übels, die den Fortschritt der Menschlichkeit verhindert. Doch eine Handvoll Wehrdienstverweigerer kann den allgemeinen Protest gegen den Krieg dramatisieren. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, Carsten Wiegemann, DGB-Sekretär für die Region Halle, hat für seinen Beitrag einen Auszug aus dem Roman Der Marsch ins Chaos. Dorninger weiß, dass es keine Rast gibt. Dorninger ist der Protagonist des Romanes. Also Dorninger weiß, dass es keine Rast gibt. Noch zittern seine Knie, noch atmet er in hastigen Stößen, noch bebt er am ganzen Körper und schon steht er wieder an der Grabenwand, packt irgendein Gewehr und schießt. Denn die Italiener haben sich nicht lange aufgehalten. Im eroberten Graben drängen schon schreiend, brüllend der zweiten Linie zu. Aber sie kommen nicht weiter. Kurze, aber die fand ich auch sehr schön. Kleine Fabel. Ach, sagte die Maus, die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah. Aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin. Und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe. Dort unten ist die Erde mein, mit Bauten und Feldern des Fleißes. Wenn ich einmal nicht mehr werde sein, dann graben sie mich dort unten hinein. Ich weiß es. Dort unten ist viel Mühe und Not und wenig wahre Liebe. Nun stelle ich mir sekundenlang vor, dass ich hier oben bliebe. Es gibt ein paar Dutzend Freikorpsoffiziere, skrupellose, fanatische, beutegierige Abenteurer, die an allen nationalsozialistischen Aktionen seit 12 Jahren beteiligt sind. Es führt eine Linie vom Eden-Hotel und dem Baltikum über Kapp und OS weiter zu den Ministermorden der Schwarzen Reichswehr. Kleine Mädchen mit den roten Schuhen. Ich werde geweckt von einem mir fremden, schluchzenden Mädchen. Sie liegt neben mir und ist voller Dreck, wie wir alle hier. Doch warum weint sie?